Hallo und herzlich willkommen zurück, hier wieder König Zerenox und mit dabei natürlich wieder unser Kroing, hallo. Kroing, hallo. So, ich zieh mir wieder den Ball, du machst das Tor. Ja, mal sehen. Wenn der Kroing auch mal reinkommt, reserviert steht hier. Ja, bei mir steht Ladevorgang. Das faule Stück will nicht spielen. Great. Aber der Rasen sieht gut aus hier auf jeden Fall. Stinger, du bist raus, ne? Bin ich raus? Nee, bei mir liegt er noch. Nee. Dann kannst du mal komplett zurückgehen, wenn es geht. Bin ich ja. Okay, dann starten wir ein neues Match. Geht ja easy peasy schnell. Könnt ihr euch meinen Königswagen hier nochmal eine Runde angucken? Das ist das, worauf ich stehe. Dollars, meine Freunde. Dollars, König sein. Und weiß ich gar nicht, ein Luki oben auf dem Dach haben, an der Antenne, ich weiß gar nicht, was es sein soll. Bist du jetzt mit drinne? Ja. Hab ich. Steht, keine Ahnung, wo, wie, was. Jo, sehr schön. Sehr schön, Pause. Und er bringt ihn wieder nirgendwo hin, weil er unter durchliegt. Ah, ich hasse das! Yo. Weg damit, Befreiungsschlag. So, ich stehe Mitte bereit. Scheiße. Ah, da hat er die Gegner ein bisschen was dagegen. Ja, ich drehe schon. Der springt aber auch wie ein Bock. So, geht natürlich wieder Richtung Tor. Und ich versuche ihn hier wegzuhauen, dass er in der Mitte kommt. Abwarten, er kommt. Ja. Oh, knapp, knapp, knapp. Bisschen zu langsam. Fuck. Oh, ich hab Vollspeed, ich komme. Kein Turbo mehr, jetzt habe ich erst wieder Turbo. Oh, wow. Ja, Turbo. Einfach gegen die Decke geballert, das Ding. Wow, hat er mich umgeschubst? Oder du? Tor! Ich brauch Spaß. So geiles Ding. Ja, ist dir verziehen? Ja, dann kann ich ja wieder ein Tor machen. Sehr schön, das Ding. Sehr schön genutzt. Bombe. So, dann müssen wir gleich mal den Ball wieder wegspielen. Hab ich. Oh! So, nach hinten gespielt. Sehr schön. Backflip und du machst das Tor wieder. So läuft das. Der eine hat den Ball, der andere macht ihn. Zählt er das wenigstens als Vorlage für dich? Ja, ja. Sehr gut. Er steht doch immer oben rechts, die Hände, wenn ich klatsche, dann habe ich die Vorlage gemacht. Klatsch. Ja, ja, dann habe ich die Vorlage gemacht. Und oben steht ja zum Beispiel erster du, oder? Also erster Zerenox. Glaube. Ja, oben rechts stehen immer die Sachen. Jo, den kriegst du rein, komm, versau ihn nicht. Oh. Nee. Hätte ich den Turbo nicht zünden sollen. Kommt nochmal. Ah. Den hau ich hier hin? Oh, fuck. Gut, das macht schon der Gegner. Oh. Bin auf dem Weg. Kommt. Oh, sehr gut abgefangen. Oh, der kommt mittig. Oh, mach kein Eigentor bitte. Nö. Das war ich natürlich. Innere. Ich muss das auch mal machen. Das war total unsinnig, da ist gar nichts passiert, aber ich klatsche da rein. Oh Gott. Du hast auch mal ein Tor geschossen. Ja, ich habe auch mal ein Tor geschossen. Die sind gut, die sind auch immer mega schnell am Ball, deswegen wird das hier nochmal eine ganze Ecke komplizierter. Aber ich hau ihn hier mittig. Oh, passbar. Ich bin vorbei. Kommt. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich warte, ich warte, ich warte, ich warte. Ich habe ihn nicht berührt. Nein, oh Gott.
Warum springe ich immer unter diesen Sachen durch? Ich werde es nie rein. Du kannst auch beim Springen Turbo zünden, dass du. Das verpeile ich immer. Daran denke ich nie. Das ist wie mit den Sliden, daran denke ich auch nie. Nicht, ich bin Mitte. Oh, sorry, ja. Oh, fuck, da war einer, der hat hingewartet. Scheiße, das hätte mein Tor weg. Das erste. Na, das erste noch nicht, aber das erste diese Runde. Das erste, das die gemacht haben. Fuck! Das kommt jetzt. Ich spring unter durch, weil ich es kann. Vielleicht sollte das Spiel heißen, berühr am wenigsten den Ball. Bin in der Mitte. Und nein! Ich hab vergessen, einen Job zu drücken. Guck's dir an! Hui! Total gerade das Ding. Oh, Fail Game. Hallo, hier sind wir wieder. Aber es bleibt spannend. Oh, fuck! Oh, 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 mach kein Eigentor, bitte. Ja. Nö. Berühre den Ball nicht, das ist wirklich meine Aufgabe. Ich bin mittig. Ich fahr dran vorbei. Was hat denn der Gegner? Schade. Probier nochmal in die Mitte zu bringen. Jo, krass. Ist in der Mitte. Vorm Tor. Kommt nochmal. Kommt zu dir. Sehr schöner Schuss. Bitte, oh. Nein! Der hat auch gut was gehört. Oh fuck. Oh fuck. Oh, Achtung, da sind welche, die wollen ein Tor machen. Ah, diesmal habe ich keine Hand. Rein jetzt mit dir da. Sehr schön, du machst die Tore, ich komm zu. Ist schön, dir zuzuschauen beim Spiel. Ja. Ach, Leute. Ich frage mich gerade, wie das Let's Play wäre, wenn ich alleine spielen würde. Wobei, wobei. Es wäre wahrscheinlich durchgehend 0-0. Und abhalten wir nicht gut, nur Tore machen nicht. Und das Spiel würde dann nach der Zeit zu Ende gehen. Und ich frage mich, was passiert bei Unentschieden, wenn einfach keiner ein Tor macht. Da gibt es dann noch Spielzeit. Ja, ja. Achso. Ja, da muss ja ein Tor passieren, richtig. Und wahrscheinlich wird ja bei mir ein Spiel eine Stunde dauern. Du kannst ja ein paar One vs. One machen. Nee, nicht. Bin Mitte? Ja. Oh, der ist noch schneller, dieser Red Saw. Ja, aber es hat ihn nichts gebracht, großartig. Ich warte. Ja, ich auch. Jetzt, mach ihn, mach ihn. Oh. Jetzt aber hinter dir. Naja. Vor mir. Sieg auf voller Linie. Tarnflagge freigeschaltet. Will ich nicht. Sieht komisch aus zu meinem Auto. Wie sieht's aus, Jungs? Möchtet ihr eine Rückrunde? Möchte sie. Naja. Trotzdem ist das Ding spannend. Also. Ich bin mittig. Ich auch, aber du ziehst voll durch. Und diesmal spring nicht zu hoch. Doppelsprung, nicht Flugsprung. Ja, den habe ich komischerweise genutzt, aber es ging irgendwie nicht. Wow. Ein Tor. Weg. Nein, dran vorbei. Ball kommt zu dir. Oder die Gegner prügeln sich um den Ball. Ja, lege ich ihn hier in die Mitte. Komm nach vorne. Hey, ich schaue über die Ecke. Oh, ich bin wieder unter durch, wie üblich. Ja, ich auch. Okay. Mist, der kommt. Nicht so, wie ich gedacht habe. Oh, fuck!
gerade wirklich unter durchgesprungen. Ja, und du hast auch gerade fast ein Eigentor gemacht. Oh, nein, kommt. Der kommt gut. Das Ding ist drin. Schnell krass, kannst du Alter. Krass. Schön hoch und kollert perfekt rein. Das ist so ein kleines Suchtspiel. Oh, die liegen vorne. Das gefällt mir nicht. Ja, mit einem Tor. Kommt zu dir der Ball? Vorsicht! Nein! Mit zwei! Srinox wird müde! Erster Ballkontakt immerhin. So, Ball wieder nach vorne, Ende Gelände. Geht mal auf den Sack mit euch. Rein. Oh. Du weißt doch, winkeltechnisch ist nicht meins. Ja, meins gerade auch nicht. Aber jetzt. Nach rein. Ich hatte nicht genügend Geschwindigkeit drauf. Sehr gut, doppelt abgewehrt. Jetzt. Oh, dann jetzt so. Fuck! Scheiße! Oh, jetzt klauen sie mal noch alle Geschwindigkeitsbonis hier. Sehr schön, sehr schön. Das ist mal die richtige Richtung. Aber irgendwie bin ich... Da geht gerade nichts mehr, ne? Ja, sie machen es aber auch gut, die Gegner. Das muss man ihnen lassen. Oh, fuck! Oh, fuck! Da bin ich ihn hochgelupft. So, warum sie das so nicht im ersten Spiel gespielt haben. Das frage ich mich auch. Vielleicht wollten sie uns erst die Chance geben. Hm. Oder wir sind jetzt zu selbstsicher oder so? Glaube ich nicht. Vielleicht sprechen sie sich diesmal besser ab. Die halten auch alles jetzt, ne? Hm. Abwarten. Oh, ich hab keinen Boost. Ich bin da. Wie üblich, darauf ist zumindest Verlass. Dass ich das Ding irgendwie Richtung Tor treibe und natürlich nein, kein Tor kassiere, ne? Und ich hab keinen Boost! GG, ey. Meine Fresse, nicht schlecht. Ein Ehrentreffer. Ich kann gerade kotzen. Im Schwall. Ich bin übelst lang gerade gewesen. So, das Ding geht nach vorne. Hab ich. Sehr schön. War alles drin. Ich habe gerade keine Vorbereitung bekommen, schade. Also zu lang darf der Ball wohl nicht unterwegs sein. Ich bin mittig, aber ruhig. Sehr gut. Ah. Oh. Krass, ne?
Nein, nein, nein. Kacke. Oh Gott, wir kriegen gerade richtig auf die Fresse. Heftig. Heftiges Ding. Passiert auch mal. So ist es. Alter, das gibt es nicht! Ich fliege ja so perfekt. Also das, was ich mache, ist ja schon richtig. Aber immer dran vorbei, was soll das? Aber sobald es nicht ums Tor geht, ne, sobald nicht dieses Adrenalin wegen dem Torschuss da ist, ne, dann treffe ich den Ball ja, um den das wegzunehmen oder so. Oh. Eine noch. Ach, schade. Nix. 1-1 insgesamt. Also wir können es nochmal versuchen. Also ich meine, wir hätten ja die Möglichkeit auf eine Revanche, wenn die Jungs Lust haben. Die sagen sich wahrscheinlich gerade easy verdiente Punkte. Hm, ist gut, dass es unranked ist. Weil mir das eigentlich auch relativ rumpe ist. Wenn soll ja Spaß. Ich hab ihn. Yo! Immer wieder. Oh. Ah! So. Schade, ich dachte, ich könnte von der Wand abspringen und mir den holen, aber das konnte ich nicht koordinieren. Von der Wand, wenn du da abspringst, das reicht noch nicht, wo du dann landest, ne? Ja, das checke ich auch nicht so ganz. Nein! Oh, so. Der kommt? Mach ihn. Ah! Ja! Oh, ich hab mein Tor! Yippie, yeah, yippie, yeah! Jetzt bin ich drin. So, geht ab. Blut gedeckt. So ist es. Ich glaube, ich muss mal die Endgame-Musik noch anmachen. Ich glaube, so ein bisschen Mucke nebenbei ist schon ganz nice. Gibt's Endgame-Mucke? Weiß ich nicht, ich hab gerade irgendwas gehört. Wow, wow, wow! Ah, das ist, wenn du ein Tor schießt auf der Map. Ach so. Wo fahre ich da gerade lang? Was da los, Leute? Ich glaube, ich bin wirklich müde. Ich habe jetzt schon einige Runden gezockt. 4 Stunden heute das Game und da werde ich müde und Pfosten. Wie soll das auch anders sein? Was so ein bisschen gespielt, schlecht beendet. Der Sound. Wow, er hat mich zerstört. Sehr schön, sehr schön. Also der Song Firestarter von Prodigy, falls ihn jemand kennt. Aber den iTunes-Link packe ich jetzt nicht rein, das finde ich böse. Ja, eigentlich jeder, der in den 90ern oder sich mit den 90ern beschäftigt hat, kennt das Lied. Okay, dann machen wir mal Richtung. Dann mal los, bin mit dich. Kommt. Ja. Schmeißen wir auf den Arsch. Ich komm mit. Oh, 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 oh. Ich hab keinen Boost, ich kann nichts tun. Ja. Aber. Außer ihn Richtung Tor lupfen. Und auch. Hab ich. Boah. Das dachte ich auch. Ja, das ist gut. Nee, nee. Der hat sich gut dazwischen gehauen. Spielen wirklich nice, ey. Oh fuck, ich dachte, ich kriege ihn seitlich, aber das geht anscheinend. Das könnte ein Tor werden. Ja, wird so. Jetzt rein. Oh Mann, ich hasse dich! Das gibt es nicht! Wieso immer dieser falsche Winkel? Digga, das war doch zu 100% schon Tor! Befreiungsschlag, also das war knapp. Habe ich. Und
Nein, dran vorbei. Und schon wieder dran vorbei. Oh, fuck. Das wird aber ein knappes Ding. Da treffe ich ihn wie so ein Bescheuerter, ne? Aber wenn es Richtung Tor geht, ne? Ja, das kannst du gleich mal testen. Kommt mir nicht gerade. Bist du da? Ja, und bin natürlich daneben gesprungen. Ja. Den, guck mal, selbst den habe ich weggeholt, ey. Das, und er war nur über mir und ich wusste nicht mehr, wie rum ich gedreht bin. Das ist doch ein Witz. Jetzt aber. Vor damit. Wenn du Boost. Oh, schade. So, pack ihn, pack ihn, pack ihn. Ach, fuck. Mhm. Boah, falsche Richtung, ich hab keinen Boost mehr. Scheiße. Ja, aber. Schade, Ausgleich. Jetzt wird's wieder knapp. Da hatte ich Boost eingesammelt, hab gedacht, das reicht, aber. Aber leider nicht. Manchmal wird man eines Besseren belehrt. Mhm. Mein Ball, Bitches. So, ich bin da. Der Gegner leider. Oh, fuck! Nee. Ja, komm ich nicht mehr ran. 14 Sekunden, oh Digga, komm. Der letzte Minute ist schon noch gedreht. Meine Fresse, wieso nur? Komm, jetzt ein Anschlusstor. Ja, ich mach Mitte, warte. Nee, nicht mal mit dem Ball bekommen, ich bin kurz. Ja, dann spiel ich noch endlich. Naja, ich muss erwarten, bis der Ball. Nein, wir haben ihn nicht mehr berührt! Wir haben ihn nicht einmal berührt, das ist bescheuert. Aber egal, Metallic-Lackierung ist vorausgesprungen, das ist das Geile, man wird in diesem Spiel trotzdem belohnt, weil man einfach gespielt hat. Und wir könnten natürlich jetzt behaupten, dass die beiden einen Vorteil hatten, weil sie 136er Ping haben. Und dementsprechend laggen sie uns für uns natürlich so stark, dass wir da gar nichts machen können. So, wir haben jetzt zweimal gewonnen, also machen wir keine Rückrunde. Oder willst du noch was lernen? Wir machen noch eine. Nee, ne? Weil. Weil der eine ist auch Profi. Ja, da, ja, der ist gut drauf. Aber das werden wir auch irgendwann werden. So, Hauptmenü. Was haben wir denn Neues gerade bekommen? Metallic-Lackierung. Schauen wir uns nochmal kurz an. Oh, das sieht doch nobel aus. Vor allen Dingen mit den kleinen Regentropfen da drauf. Bombensache. Das sieht cool aus. Nicht schlecht. Rechtes Auto fahren. Ich glaube, wir nehmen das hier. Das ist ein bisschen größer. Ich habe das Gefühl, das könnte für mich ganz positiv sein. Du meinst, die Größe macht's? Ich, ja. Das glaube ich irgendwie. Also zumindest hoffe ich es. So, und dann ziehen wir uns auch mal fett rein drauf. Komm, machen wir hier den nervigen Regenbogen. Du hast einen Piratenhut aufgesetzt und eine Piratenflagge an die Antenne gemacht. So, und jetzt schauen wir mal so ein bisschen. Was gibt's denn hier so Feines? Guck mal, schon passt die Karre doch. Na ja, gut, okay, ist mir klar, ja. Ich weiß, der Hut kommt aus Mexiko, dankeschön. Aber trotzdem fand ich es gerade so ein bisschen hippie-like, aber gut, okay. Dann halt nicht. Ich höre euch doch schon meckern. Was haben wir noch so Feines? Also flaggenmäßig ist hier wirklich alles vertreten, da kann man nicht meckern. Nö. Sehr schön, sehr schön. Dann machen wir das doch so mal so, das funktioniert ganz gut. Dann schauen wir mal, wie der Wagen so ankommt auf der Piste. Schade, dass wir noch keine Sonderlackierung hatten, haben. Ich hätte jetzt gerne irgendwie sowas, weiß nicht, so ein bisschen was gestreift ist oder so, müssen wir uns freispielen. Aber das ist halt das Negative, wenn man halt immer wieder ein anderes Auto zockt. Aber
man muss sich auch zurechtfinden. Man muss gucken, was für ein Autotyp ist man. Und dementsprechend würde ich sagen, baut man das dann auch aus, statt eins auszubauen und dann eigentlich damit gar nicht so gut klarzukommen. Das bringt auch nicht viel. Die Rundenmasse macht zwar tatsächlich die Freischaltung, aber im Endeffekt bleibt der Spaß dann doch früher oder später auf der Strecke. Wenn ihr Bock habt auf das Spiel, unten ist es wie immer verlinkt und natürlich vergesst nicht zu abonnieren. Schreibt in die Kommentare, was wollt ihr sehen? Möchtet ihr mehr Vierer-Action sehen, Dreier-Action? Habt ihr Bock mitzuspielen vielleicht? Wir suchen tatsächlich noch einen Spieler. Dann einfach unten mal reinschreiben und ja, wir sehen uns vielleicht schon bald zusammen auf dem Spielfeld. Also macht's gut, Leute. Haut rein.